Okay Leute, da wären wir wieder zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und heute, ja, gibt es tatsächlich wieder eine neue Folge, eigentlich von Beyond, ja, aber das ist hier kein Beyond, wir spielen hier nämlich was komplett anderes, wie ihr seht, und ich werde euch das gleich mal erklären, um was es sich hier handelt. Jetzt guck ich erstmal, was wir hier überhaupt alles haben, okay, ja. Ich denke mal, das gucke ich mir gleich genauer an. Ich baue mal den Baum hier ab nebenbei. Wir spielen jetzt hier Sky Factory 3, um das erstmal sozusagen in der, Moment, 1.10.2 ist das Projekt. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Aber ja, ich möchte schon mal eins vorab sagen. Eigentlich war das hier komplett ungeplant, dass ich hier mitmache und vor allem, dass dieses Video jetzt kommt. Weil wie gesagt, was ist mit Beyond? Eigentlich sollte das ja jetzt kommen und das Ganze ist leider ein bisschen blöd verlaufen. Ich hatte ja schon mal in der Folge gesagt, dass der Server bald ausgehen wird und so weiter, ne? Und ja, das Ganze ist jetzt auch passiert. Allerdings ist es halt jetzt so, dass die Map nicht gerettet werden konnte, weil die irgendwie in Vanilla geöffnet wurde und alle Mod-Blöcke waren dann tot. Und ja, deswegen konnte Raids dann eben die Map uns auch nicht zur Verfügung stellen. Ach shit, da haben wir einen Apfel verloren. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen blöd mit dem Baum. Ja, und eigentlich hätte ich ja das Projekt weitergemacht, hätte ich die Map gehabt, zusammen mit Lukas oder so, ne? Das wäre schon ganz cool gewesen. Aber ja, das können wir jetzt halt leider alles nicht machen. Ist ziemlich schade, aber ja, was willst du machen, ne? Ich meine, irgendwie müssen wir jetzt zurechtkommen und ja, dann müssen wir eben wieder ein neues Projekt antreten. Was ich auch ein bisschen komisch fand, zwischendurch war ich halt im Urlaub und während dieser Zeit lief Direwolf als Nachfolger, ne? Und das ist jetzt einfach auch schon wieder vorbei. Das heißt, es ging nur irgendwie eine Woche oder so und das war schon ein bisschen übertrieben, finde ich, ne? Dass sie das dann einfach schon direkt beenden, weil anscheinend kein Interesse mehr war oder so. Und ich hatte zum Beispiel nicht mal die Chance, auf den Server zu kommen. Ja, das fand ich dann halt auch ein Stück weit blöd. Aber ja, da kann ich ja später nochmal drüber reden, beziehungsweise da haben Lukas und ich auch schon ein Video aufgenommen, das dann auf meinem Hauptkanal irgendwann mal kommt. Und ja, da reden wir quasi nochmal über die ganze Thematik. So, jetzt will ich hier mal bei Video Settings ist das, glaube ich. Ja genau, das hier zur Hotbar, das mache ich auf Bright. Dann machen wir die Clouds off, denke ich mal. Das können wir auf 10. Das hier auf, ja, machen wir mal Minimum. Ja, muss man halt am Anfang alles erst einstellen, hier die ganzen Sachen. So sieht das doch schon mal besser aus. Und ich frag mich auch, wo ist es überhaupt mit den anderen Leuten? Weil das hier ist jetzt eine stinknormale Sky Factory Map und die anderen haben aber schon angefangen. Vorhin war auch jemand auf dem Server, aber irgendwie ist ja noch nichts gewesen. Und ich bin jetzt hier irgendwie am Anfang erst. So, jetzt gucken wir hier mal. Open Computers haben wir hier. Ja, die Bücher, die kennen wir ja noch aus Beyond. Ist halt immer dasselbe, ne? Und irgendwie auch ein bisschen doof. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, auch bei einem Sky Factory Modpack mitzumachen. Ich wollte sowas eigentlich schon mal bringen auf meinem Kanal irgendwann. Und ja, warum nicht? Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch, naja, ich weiß nicht, ob das halt, ob ich mich da halt so wohlfühle auf Dauer, weil es halt auch wieder nur Technik ist eigentlich. Ah, naja, wir schauen mal. So, hier, hello, welcome. Die Frage ist, was ich mir gerade auch nicht gemacht habe, eine Spitzhacke, ne? Kann man sich die hier machen am Anfang oder ist das Verschwendung? Und ich weiß auch schon wieder gar nicht mehr, wie das alles war mit Ex Nihilo. Ich guck mal bei @exnihilo. Ne, warte mal, das ist jetzt Extra Utilities. Ah ja, die muss man zusammenschreiben, ne? Genau. Ja, da haben wir ja erstmal Wooden Hammer und so. Alle von Herr Ascensio. Warum nicht das normale Ex Nihilo, hä? Was ist das bitte für ein Schwachsinn? Dann gehen wir mal nur auf X. Dann haben wir ja auch Ascensio. Extra Utilities. Heißt das jetzt, wurde der Mod umbenannt? Weil früher hieß er doch nur Exenhilo. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Cooked Silkworm. Ja, das kenne ich noch alles hier, ne? Die Dinger hier, die kenne ich auch noch. Diese Bone Crook und so. Ja, das ist mir alles noch ein Ding, oder ein Begriff. Aber ja, ich weiß halt jetzt nicht, wie ich hier vorgehen soll. Ich würde sagen, ich mache erstmal Folgendes, und zwar diese Workbench hier weg. Ah ne, Moment, ich muss erstmal Slabs machen, genau. Das wäre das Wichtigste, damit ich eine kleine Plattform schon mal habe und wir da eine Chance haben, ne?
Ich setze ihn mal unten dran, da kann auch nichts spawnen erstmal. Ist vielleicht erstmal besser, ja. So, dann machen wir das mal in der Art. Da kommt ein Baum drauf und ja, jetzt können wir hier weitermachen. So, genau. Und zwar, was soll ich erstmal craften? Wir könnten das hier dann erst später machen. Ich brauche jetzt auch das Holz parallel, das ist wichtig. Auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, bin ich gerade am Überlegen, was machen wir denn jetzt mal? Eine Spitzhacke wäre natürlich sinnvoll, ne? Soll ich mal einfach eine machen? So. Ach, ich weiß halt nicht, das bringt halt gerade, glaube ich, noch nichts. Wir müssen, glaube ich, erstmal diese Crook machen oder so, ne? Ja, da habe ich ja schon wieder gefailt, ne? Weil ich ja gerade kein, Dings habe. Ah ja, stimmt, man kann ja twerken. Ah, stimmt. Ja, das ist natürlich gut. Dann kann man nämlich hier die Sachen, farmen. Und ja, wenn wir die abbauen, dann kommen ja irgendwelche Special-Sachen raus, ne? Soweit ich das im Gedächtnis habe. Ja, genau, da kommen ja diese Silkworms raus, die man dann da reinsetzen kann, um Strings zu kriegen. So war das. So, aber wie kommt man jetzt nochmal an Erde? Das ist die Frage. Ich weiß, dass man dann Setzlinge in so Barrels füllen kann, ne? Das ist mir noch ein Begriff. Naja, ich hole mir erstmal das Holz. Ah, das mit dem Twerken ist echt das Beste irgendwie, finde ich. Weil dadurch kommt man eigentlich, also nur dadurch kommt man gut voran, ohne jetzt hier ewig warten zu müssen auf das Holz. Das ist schon mal gut. Und, ja, wir schauen mal. So, aber ich baue natürlich auch das hier parallel ab. Oh, oh shit. Oh, gut, ich habe hier noch ein bisschen Angst, ne? Wie man merkt. Naja, ich mache es mal so. Dann hier die 27 Holz, crafte ich mal alle durch. Auch wenn das jetzt verschwenderisch klingen mag. Aber ich mache jetzt ja erstmal wirklich eine Plattform, damit ich mir das hier erlauben kann mit dem Baum und so, ne? So. Okay, ja. Es kann auch sein, dass jeder Spieler irgendwie seine eigene Insel hat. Das wäre auch möglich. Aber ja, ich will es jetzt nicht beschwören, weil, ja, ich habe ja halt noch nichts gesehen. Ne? Das ist so das Problem, aber ja, ist schon gut möglich. So, dann gucken wir mal. Jetzt wundert mich halt einfach, ne, dass hier kein anderer bisher gebaut hat. Das glaube ich irgendwie nicht. Ne? Sieht den Leuten gar nicht ähnlich. So. Zurzeit ist halt auch das hier der einzige Erdblock, ne? Das heißt, der darf nicht abgebaut werden, weil sonst kann ich kein Holz mehr herstellen. Der ist also extrem wichtig. Und eigentlich müsste ich da mal einen Block drunter setzen oder so. Falls da mal abgebaut wird oder so, aus Versehen. Könnte ja sein. So, ja, das ist halt das Ding. Jetzt muss ich erstmal Holz farmen genug, bis ich hier eine ordentliche Menge habe. Damit ich erstmal Vorrat habe, bevor ich den Silkworm verbreiten lasse, weil das dauert dann wieder. Obwohl, kann man da auch twerken? Ich glaube nicht, ne? Das geht nur bei so Setzlingen und vielleicht noch bei Weizen und so, aber da hört es auch schon auf wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall kenne ich das ja auch schon aus verschiedenen Projekten wie Skyworld und so, wo ja die Leute auch das gespielt haben hier. So, Setzlinge darf man natürlich nicht verlieren auch. Und ja, jetzt ist die Frage, wie macht man das nochmal mit den Barrels? Hier, geht das? Ah ja, aus diesen Dingern und einer Slab. Gut, dann crafte ich das schon mal. Also es macht schon Spaß, so der Anfang, ne, das geht. Aber irgendwann wird es dann langweilig, finde ich, mit der ganzen Technik und so. Das ist dann doof. Aber Ex Nihilo ist eigentlich noch ein Mod, der geht. So, und ich mache erstmal ein Thumbnail, würde ich sagen. Ne? Kann ich jetzt nicht mehr twerken? Ah, ich dachte schon hier. So, ist natürlich jetzt blöd. Habe ich die Einrastfunktion eigentlich aktiviert? Ich glaube nicht mehr, ne? Sonst hätte ich gerade schon ein paar Probleme. So. Oder ich glaube, bei Windows 10 gibt es sie sowieso nicht mehr, habe ich das Gefühl. Naja. Ich mache mal so ein Bild hier, ne? Ich hoffe, das passt. Irgendwie so. Ja, das passt doch, würde ich sagen. Okay. Ja, und dann gucken wir mal. Ich baue den nochmal ab hier, zumindest fange ich an. Und ja, ich weiß noch nicht, wann ich den Silkworm mal reinsetzen soll. Nächste Folge, denke ich mal, würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt. Ich mache mir aber jetzt erstmal alle Geräte, würde ich meinen. Und zwar brauchen wir erstmal eine Axt, ne? Und ich gucke mir mal bis zur nächsten Folge kurz ein paar Rezepte an, damit ich das schon mal fertig habe, weil
Sonst ist es ein bisschen doof, wenn ich hier ewig brauche für die ganzen Geschichten. So. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also Leute, haut da rein. Das wäre es gewesen von dieser ersten Pilotfolge. Ja, von Sky Factory. Ist jetzt ein bisschen doof mit, ja, Beyond. Ich hätte gern noch weiter gespielt, ne? Jetzt war ich einmal so schön da drin. Und ja, wollte da ja auch noch einiges bauen. Und, ja, hatte eigentlich schon noch Bock, aber ja, wird halt leider nix, ne? Die Projekte gehen heutzutage halt nur noch eine Woche. Naja, egal, dann tschüss.